Moin Leute, mein Name ist Koi und in diesem Video stelle ich euch wieder die Top 5 League Starter meiner bisherigen Builds vor. Das heißt, zu jedem der kommenden Builds gibt es einen Guide von mir. Natürlich gibt es fernab dieser Builds noch weitere gute League Starter. Schreibt mir gern eure Empfehlungen in die Kommentare. Außerdem werde ich auch kurz darauf eingehen, wie sich die Patch Notes für 3.14 auf diese Builds auswirken. Es gibt immer mal ein paar kleine Nerfs, aber die sind absolut verkraftbar. Ganz allgemein möchte ich auf die kurz eingehen, die mir besonders aufgefallen sind. Zum einen gibt es jetzt die klassische Brustrüstung nicht mehr, mit der wir Gegner zum Explodieren bringen. Vielmehr hat diese Modifikation jetzt die Chance, Gegner explodieren zu lassen. Diese Mod können wir über verschiedene Quellen stacken, um letztlich auch jeden Gegner explodieren zu lassen. Das braucht aber natürlich mehr Investment. Zum anderen wurde der Craft auf Waffen, mit dem wir eingesockelte Zauber automatisch auslösen könnten, genervt. Der Cooldown wurde nämlich von 4 auf 8 Sekunden erhöht. 8 Sekunden ist schon eine lange Zeit. Da müssen wir jetzt also schauen, dass die Effekte der automatisch ausgelösten Zauber auch bestmöglich mindestens 8 Sekunden anhalten. Und zu guter Letzt wurde die elementare Anfälligkeit über die Frostbombe oder die Welle der Verurteilung von 25% auf nur noch 15% reduzierten Elementarwiderstand gesenkt. Das trifft auch so gut wie jeden Elementarbild. Ganz allgemein wurden noch ein paar Clusterjuwele genervt, viele Wahlskills wurden signifikant gebufft und machen zum Beispiel viel mehr Schaden als vorher. Ausnahme bildet hier Wahlsühnendes Feuer, das uns nun einen geringeren Schadensbonus gibt und dazu auch noch mehr Leben verbraucht, wenn wir es nutzen. Ein Nerf, den so gut wie jeden Zauberer trifft. Kommen wir jetzt aber mal zu den eigentlichen League-Startern. Ich werde zuerst welche aufzählen, mit denen ich selbst mal gestartet bin und dann noch ein paar, bei denen ich denke, dass sie ganz gut zum Starten sind. Erster ist die Vortex-Okkultistin, mit der ich letzte League gespielt habe. Ich hatte anfangs etwas Bedenken, weil wir am Ende auf die Niedrigleben-Variante gehen und dafür bestimmte Gegenstände brauchen. Das war aber völlig okay. Ich kam gut in die Liga rein, konnte schnell etwas Geld formen für die ganzen Sachen und dann nach und nach upgraden. Dieser Build geht auf eine Menge Kälteschaden über Zeit mit unterschiedlichen Skills, denn wir können die ganzen Effekte der Skills übereinander stapeln. Damit wir aber nicht so viele Tasten drücken müssen, nutzen wir den guten alten Zauberschwinger, mit dem wir unser Mana reservieren, um die Skills automatisch auslösen zu lassen. Allerdings wurde dieser Bild von allen vorhin genannten Nerds getroffen. Wir kriegen weniger Schaden über die Frostbombe und sühnendes Feuer und der Craft zum automatischen Auslösen hat jetzt eben diesen 8 Sekunden Cooldown. Das wird man im Endgame wahrscheinlich schon etwas merken. Zum Starten reicht's aber noch allemal. Zu diesem Bild gibt's ganze 3 Videos, sodass ihr genau sehen könnt, wann ich wie die Ausrüstung verbessert habe oder was ich sonst so geändert habe. Selbiges gilt auch für den folgenden Bild. Nummer 2 in der Liste ist ein alter Klassiker. Toxischer Regen wird als Schwindler oder als Pfadfinderin gespielt. Ich hatte damals als Schwindler gespielt und es war bis heute mein schnellster League-Start ever. Ich hatte erst Angst, dass Toxischer Regen zu krass genervt wird, nachdem sie das angekündigt hatten. Über den Toxischen Regen machen wir Chaos-Schaden über Zeit, indem wir überall diese Pusteln platzieren. Je schneller wir angreifen, desto mehr Pusteln sind gleichzeitig aktiv, deren Schaden auch überlappen kann. Daher erhöht man neben der Angriffsgeschwindigkeit auch den Wirkungsbereich des Skills, damit insbesondere Bossgegner von so vielen Pusteln wie möglich betroffen sind. Mit dem jetzigen Patch ist es so, dass Wirkungsbereich auch die Verteilung der Kapseln erhöht, sodass sich die Effekte nicht mehr ganz so oft übereinander stapeln könnten. Das kommt darauf an, wie krass sich die Pusteln jetzt verteilen. Generell erhöht das sogar die Clear Speed, da wir jetzt mehr Gegner treffen, senkt aber vermutlich etwas den Bossschaden, weil der Boss nicht mehr von so vielen Kapseln gleichzeitig betroffen ist. Das lässt sich aber sicherlich mit ein paar Kniffen irgendwie umbauen, falls das wirklich ein Problem darstellt. Zum Leveln ist der Skill trotzdem noch super und auch recht anfängerfreundlich, auch wenn der Skill selbst kompliziert erscheint. Wenn ihr also diesen Klassiker noch nicht gespielt habt, holt es jetzt nach. Ihr werdet damit auch ohne krasse Ausrüstung weit kommen, nur wenn ihr die absoluten Endgame-Bosse innerhalb 4 Sekunden legen wollt, wird etwas mehr Investment nötig sein. Der nächste Build ist eigentlich auch ein Klassiker, der Gladiator, der mit seinen spitzen Pfeilen die Gegner zum Bluten bringt und somit eine Menge physischen Schaden über Zeit verursacht, hat auch etwas vom Patch abbekommen. Allerdings gibt es jetzt ja auch neue Skills, die man versuchen kann, mal mit einzubauen. Aber selbst wenn ihr den wie ich damals spielt, werdet ihr einen sehr guten Start haben. Geändert wurde unsere Zielwaffe im Endgame. Es gab mal eine Modifikation, mit der wir die Chance hatten, dass unser Bluten doppelten Schaden macht. Diese Mod wird jetzt durch einfachen physischen Schaden über Zeit Multiplikator ersetzt.
setzt, der uns wahrscheinlich nicht ganz so viel Schaden geben wird. Das ist aber auch erst etwas, was im späten Endgame relevant wird. Vorher kommt ihr locker flockig durch. Mit dem Pfeilfächer haben wir eine super Clearspeed und Durchstoßen sorgt für enormen Bossschaden. Ich glaube, nächste League werde ich auch mal wieder mit diesem starten. Wenn ihr übrigens nicht mit Bogen spielen wollt, habe ich hier noch eine Nahkampfvariante, die zudem extrem gute Defensive hat, dafür aber einiges an Schaden im Vergleich einbüßt. Das sind die Builds, mit denen ich selbst schon gestartet bin. Jetzt noch zwei, bei denen ich schon Leveling Gear hatte, aber auch so gut funktionieren sollten. Den Anfang macht die Feuerball-Elementaristin. Mein Lieblingsbild der letzten Liga. Über Feuerball entzünden wir die Gegner, wodurch sie eine Menge Feuerschaden über Zeit erleiden. Diese Entzündung können wir auch noch übertragen, wodurch wir eine gute Clear haben. Aber auch der Bossschaden ist mit etwas Investment ziemlich gut. Problem ist hier vor allem, dass für Entzündenbuilds bestimmte Cluster-Juwele schon sehr zu empfehlen sind und die früh zu bekommen kann etwas mühselig sein. Hängt aber auch davon ab, wie lange ihr für euren League-Start so braucht. Zum Leveln sind natürlich keine Cluster-Juwele nötig. Obwohl ihr Feuerball seit Anfang an spielen könnt, fühlt sich das erst später richtig gut an. Ich empfehle hier mit dem Zeichen des Untergangs zu leveln, das fühlt sich anfangs deutlich besser an und ist ab Mitte Akt 3 zu haben. Auch der Build hat ein paar kleine Nerfs abbekommen, zum einen wieder durch die verminderte Reduzierung des Feuerwiderstands über Welle der Verurteilung und zum anderen absorbiert unser Schild, den wir über die Aszendenz kriegen, weniger Schaden. Ist letztlich aber alles nicht so wild. Da das jetzt alles Schaden über Zeitbuilds waren, hier mal noch einen normalen Angriffsbild. Der Frostklinge Berserker zeichnet sich durch sehr gute Clearspeed aus und ist auch einer meiner Lieblingsbuilds. Der Bossschaden am Anfang kann etwas unterwältigend wirken, wird aber mit entsprechender Ausrüstung auch immer besser und sogar richtig gut. Wenn ihr also gar keine Lust auf Schaden über Zeit habt, gebt diesem Bild eine Chance. Auch hier vermindert der Nerf der Frostbombe ein klein wenig den Schaden des Builds. Soweit zu meinen League-Starter-Empfehlungen. Mit was startet ihr? Ich werde auch wieder eine Entzünden-Elementaristin spielen, wahrscheinlich am Ende mit brennender Pfeil, da habe ich mich aber noch nicht komplett entschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um meine weiteren Videos nicht zu verpassen. Schaut mal auf Twitch vorbei und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video und hoffentlich zu League Start.